Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Es heißt Dark Parable, die letzte Cinderella. Wir haben ja... Moment, neues Profil anlegen hier noch schnell. Wir haben ja letztens erst das... Moment, 1, 2, 3... den vierten Teil beendet von der Dark Parable-Serie. Und jetzt sind wir beim fünften... Die letzte Cinderella. Wir hatten ja den im letzten Teil hatten wir gesehen die Kutsche und direkt nach dem Abspann kam ja aus der Kutsche jemand heraus. Dies war Cinderella. Dementsprechend ist das der fünfte Dark Parable Teil. Wir wollen jetzt auch gar nicht lange herumreden. Ich habe jetzt auch vorher gar nicht angespielt, ob das jetzt hier fließend läuft. Ich werde es einfach probieren. Die Musik werde ich ein bisschen runterdrehen. Oder? Ach, machen wir alles ein bisschen runter am besten so. Damit ich mich selber noch ein bisschen höre. So, was gibt es über das Spiel zu sagen? Jetzt schnell vorne ab. Ja, wie gesagt, das ist der fünfte Teil der Dark Parable-Serie. Ich habe ihn einmal gespielt. Ich habe ihn nicht weiter danach angeguckt. Wie gesagt, ich habe ihn auch vorher nicht angetestet. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob die Personen reden werden oder nicht. Aber gut, dann werden wir auch gleich mal anfangen. Denn die Parts werden 15 Minuten, möchte ich versuchen einzuhalten. Okay, bis gleich. Ach ja, ich werde wieder auf leicht spielen. Kennt ihr schon. Weil dieses gelegentliche Hinweisfunkeln finde ich nicht so toll. Wobei, kommt, wir machen es heute mal auf normal. Wir beginnen mal etwas schwieriger zu spielen. Und los geht's. The one. Wait. Cinderella is nearby. Once I capture her, I'll revive you, my love. Zwölf Stunden später. Malteser Berge, Süditalien. Wir brauchen natürlich keine Hilfe. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Dark Parables, die letzte Cinderella. Wir haben gerade den Schatten gesehen. Ich vermute persönlich, dass das die Stiefmutter war. Hier haben wir eine schöne Figur. Was für eine hinreißende Statue, eine junge Frau. Wer sie wohl ist? Ich vermute auf eine Cinderella. So, hier leuchtet was. Miss Katharina Balloni ist mit Begleitung herzlich eingeladen zu einem Ball am Freitag, den 19. Juli, 20 Uhr, im Ballsaal von
Hilltop-Anwesen, im Hilltop-Anwesen. Eine Einladung ist an eine Frau namens Katharin gerichtet, ob sie die Karte hier verloren hat. Das wissen wir auch noch nicht, aber das finden wir sicher heraus. Um den Briefkasten zu öffnen, muss ich das fehlende Teil finden. Ich vermute mal die Kurbel oder sowas. Der Schlüssel wird es nicht sein. Ein Puppenschlüssel. Puppen. Mit Puppen habe ich ja nur nicht so gute Erfahrung im Moment. Der Besitzer dieses Anwesens scheint ziemlich reich zu sein. Dieses Tor lässt sich nur mit zwei Münzen mit Pflanzenmotiven öffnen. Hätte mich ja auch gewundert, wenn es was anderes gewesen wäre. Hier kommen wir hinein. Besitzer des Anwesens. Sonst noch was? Oh nein, das war das. Nö. Gut, gehen wir weiter. Huch! Ah, ich kann eine der gläsernen Hofdamen erkennen. Huah! Huch, der Boden ist unter der gläsernen Hofdame zusammengebrochen. Dies fällt der... Oh, wohin ist die gläserne Hofdame verschwunden? Ich kann sie nirgends sehen. Fängt ja gut an, das Spiel, Leute, ne? Dann haben wir eine Hofdame runtergeschubst. Die sanften Farben des Himmels passen hervor und zur Schönheit des Gartens. Mag ja alles schön und gut sein, aber hallo? Wo ist die Hofdame hin? Oh. Ich frage lass nach. Warum ist die Uhr um 12 Uhr stehen geblieben? Diese Dame tanzt mit einem kopflosen Herrn. Wie unheimlich. Der Vogel scheint mir am liebsten die Augen auspicken zu wollen. Ich sollte mich ihm lieber nicht nähern. Was haben wir hier? Huch. Es fühlt sich an, als würde mir jemand im Gebüsch auflauern. Hier ist jemand... Ist der Spion geflüchtet? Ach, hier ist niemand. Das Kästchen lässt sich mit etwas Runden mit Blumenmuster öffnen. Haben wir noch nicht. Dann gehen wir eine Runde wimmeln. Anwesensemblem. So... Also ich musste mich jetzt immer noch, ich bin immer noch ziemlich geschockt, dass wir die Figur bloß angeklickt haben und dann fiel die Hofdame da hinunter. Das ist ja schrecklich. Oh. Ich hoffe, ihr geht's gut. Mal ganz ehrlich, die ist aus Glas. Sowas geht bei so einem Sturz doch sicher kaputt. Also ich hoffe es jetzt nicht, ne? Mir täte die arme Dame sehr leid, aber... Boah. Schock lass nach, so eine Art. Uiuiui. Okay, haben wir schon zusammen, würde ich sagen. Das Anwesensemblem. Neuer Gegenstand. Schön, schön. So, dann kommen wir Wer war das? Sie ist so schnell verschwunden, dass ich sie kaum sehen konnte. Egal, wir gehen da jetzt hinein. Das ist die Frau, die ich beim Eingang gesehen habe. Gehört ihr Anwesen? Gehört ihr das Anwesen? Oder... Ja, war schnell zu schnell weg. Tut mir leid. Oh Gott. Seht ihr das? Die nächste Hofdame. Oh nein, nein! Nein! Was ist hier los? Eine riesige Holzhand hat die gläserne Hofdame direkt vor meinen Augen gepackt. Was ist hier los? Ey, Leute! Das ist doch... Das riesige Holzbiest hat mich mit finsterem Blick angestarrt. Wie kann dieses Monster... Was kann dieses Monster noch formen? Hallo, da ist ein Monster! Und die flieht nicht! Oh, die Gäste scheinen gestern panisch hinausgerannt zu sein. Boah! Schreck, lass nach! Was sind das? Was ist hier los? Das Anwesen ist innen genauso wunderschön dekoriert wie außen. Oh, das war schon das erste Kamelienobjekt. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist doch... Flimmert? Achso, das ist Spiegelung im Lichtfeld. Das ist doch schrecklich. Boah, eine der verzierten Blumenvasen fehlt. Ey, wo kommt das Biest her? Oder die arme Hofdame von draußen? Ich hoffe, die... Oh, ich hoffe, es passiert nichts Böses. Sind wir hier? Ach, hier kommen wir nicht rein. Hier fehlt uns ein Türgriff. Hier. Mit dem richtigen Schlüssel kann ich den Schrank aufschließen. Heißt der vielleicht? Nee. Naja, hätte ja sein können. Boah.
gruselige Biest muss wirklich stark sein. Die Wand wurde durchbrochen, als sei sie aus Papier gefertigt. Ich getraue mich gar nicht, nach hinten zu gehen. Wir gehen erstmal nach oben. Weil nach hinten war, glaube ich, der Ballsaal. Es ging nur die Lampe an. Okay. Also ich kriege langsam ein bisschen Angst hier in dem Spiel, muss ich doch ganz ehrlich sagen. Stiefmutter scheint nach einem bestimmten Mädchen zu suchen. Ich muss Cinderella suchen, das Mädchen mit dem reinen Herzen und der unbefleckten Seele. Ich muss Perfekte finden mit den reinen Seelen. Okay, hier haben wir eine Hexe noch gefunden. Das war wieder eine Parabel. Hier hinten haben wir noch ein Buch. Das Märchenbuch erzählt die verschiedenen Cinderella-Geschichten. Die Cinderellas in diesen Erzählungen stammen aus der ganzen Welt. Dieses Märchenbuch erzählt die... Achso. Okay, haben wir ein bisschen Bücher gestöbert. Haben wir hier? Ein Hut? Wie komme ich an diesen Uhrzeiger heran? Ich glaube, wir haben noch nichts, um da heranzukommen. Was haben wir denn hier? Sammlung mit König... Ach, die müssen wieder Kleidung sammeln. Oder das erste Mal ist es, glaube ich, hier. Im Gegensatz zu ihrem Zwilling auf der anderen Seite des Gemäldes scheint diese Vase zerbrochen zu sein. Von hier aus kann ich den Glockenturm im Garten sehen. Ein Teil des Gemäldes fehlt. Okay, das haben wir, glaube ich, aber auch noch nicht. Nein. Gut, dann gehen wir wieder eine Runde wimmeln. Und ey, mir geht immer noch die Düse. Mal ganz ehrlich, das ist doch nicht normal, dass hier so ein Biest rumrennt. Oder geschweige überhaupt irgendwas in der Richtung. Ey, wir sind ein Detective. Dass Menschen schon einfach so an einem Abend, wo sie auf einem Ball sind und es dann Mitternacht schlägt, dass sie da zu Stein werden, ist schon absolut unlogisch. Ich habe mich ja schon von Anfang an damit abgefunden, dass die Dark Parable-Spiele absolut keiner Logik folgen. Aber das ist jetzt doch etwas auch für mein Verhältnis zu krass, oder? Na klar, ich wusste es nicht mehr. Ganz ehrlich, ich hätte es wissen müssen, Leute. Aber nein, nichts. Ich habe, wie gesagt, das ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Ich habe gerade das Gefühl, ich fange das von vorne an. Also ganz neu. Ey, wo kam dieses riesige Ding her und was ist das? Also ich bin mega neugierig drauf. Verschiedene Gegenstände wie Teetassen, Blumen und eine Kerze liegen auf diesem Tisch. Liegt auch, auch ein Teller daneben. Also ich bin mega neugierig, was da noch auf uns zukommen wird jetzt. Na gut, gehen wir mal in den Ballsaal. Ach nein, ist gar nicht der Ballsaal. Doch, hier vorne ist... Oh Gott. Seht ihr das? Ich bin gerade mal kurz leise. Ich habe gerade was Lauschen gehört. Das Essen ist noch nicht verdorben. Es muss noch vom Ball gestern Abend stammen. Ich habe gerade eine Frauenstimme summen gehört. Habt ihr das auch gehört oder war der Ton jetzt zu leise? Na gut. Versuchen wir es mal. Die letzte der drei gläsernen Hofdamen. Die Untersuchung der gläsernen Hofdame gibt keinen Hinweise preis, wie man den Fluch brechen kann. Ich will ihn gar nicht mehr brechen, Leute. Ne? Ganz ehrlich, wir haben schon zwei Hofdamen verloren. Oh, Schrankschlüssel haben wir gefunden. Was haben wir hier? Ohne das Uhrwerk funktioniert die Uhr nicht. Uhrwerk haben wir gefunden. Und da fehlt eine Zahl. Ich kann das gar nicht nachsummen, aber es ist eine wunderschöne Melodie. Für die Uhr brauche ich eine Ziffer und die die Zeiger fehlen auch noch. Die haben wir gar nicht. Haben wir noch gar nicht gekriegt. Eine Engelsfigur. Achso, wir haben ja eine Engelsfigur gefunden. Dies sieht wie das klassische Cinderella-Märchen aus, in dem der Prinz Cinderella ihren Glasschuh anzieht. Was haben wir jetzt hier? Was ist das? Das Schlüsselloch in der Puppenbrust brauche ich den richtigen Gegenstand. Zappelt immer noch. Oh. Halt die Klappe! Das Organ in der Mitte der Puppe wurde entfernt. Ich vermute mal ein Puppenherz.
Aber es passt alles nicht rein. Und oh, ich finde das langsam mega gruselig. Ich muss dazu sagen, es ist Mitternacht. Das ist Hexenstunde, ne? Geisterstunde, wie man so schön sagt. Und ich spiele dieses Spiel. Oh Mann. So, Kamm gehört hier rein. Was ist noch? Für diese drei Aussparungen benötige ich etwas, das meist in Ankleidezimmern gefunden werden kann. Dann wird das noch ein Spiegel und ich vermute meine Puderdose sein. Sieht so aus wie eine Dose. Oh. Schrankschlüssel haben wir gekriegt. Wer war das? Ihr Gelächter klang garstig. Weinflasche, Gesichtspuderdöschen. Das könnte doch dort reinpassen. Aber Wein? Ja genau, die werden sich hier nicht verhängen, die werden gerade stehen. Sieht aber schön aus jetzt, ne? Muss man schon sagen. Okay, ihr Lieben. Das Puderdöschen werde ich noch einsetzen. Ohne Spiegel können wir ja nicht viel machen. Und dann beende ich hier auch für heute schon den ersten Part. Wir haben schon die ersten Schreckmomente gehabt. Oh, war ja. Und dann werden wir mal sehen, wie es dann weitergeht, wenn ich der Uhr ihre Zeiger wiedergebe. Denn laut Karte, wie ihr seht, hier in schöner Kutschenform ist übrigens, finde ich toll. Oder hier drüben der Glasstuhl bei den Tipps. Scheint hier dahinter noch ein Raum zu sein. Auch in der Richtung und in der noch. Vielleicht hinter der... Oh, ich will mir das gar nicht vorstellen, die zappelt so. Hier dahinter muss doch was sein, so wie das hier da... Oh, na gut. Ich freue mich auf eure Anwesenheit im nächsten Part. Und dann sehen wir uns. Ciao!